Hallöchen Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahme. Let's play Robin Hood, The Legend of Sherwood Forest. Ja, wir haben jetzt, ich bin jetzt hier gerade im Hauptmenü, wir sind hier gerade beim Laden und ich wollte euch jetzt einfach nur mal sagen, hier, Freunde, wir haben 91% Leben verschont, ja, Fortschritt 63%, was ich ein bisschen komisch finde, aber okay, wir waren hier in Mission 12 stehen geblieben, jetzt laden wir mal eben, so, das ging aber recht fix, haben 4 Leute, wir waren gerade dabei, dem werten Robin Hood die Freiheit wieder mal zu schenken, was heißt nicht wieder mal, ne? Hören wir mal. Oh. So, okay. Wir wissen. Dort sind auf alle Fälle schon mal 2 Leute. Und wir sollten mit Little John hier schon mal die Sache dann angehen. Dem hier ordentlich eine verpassen, wenn der Typ mit dem wieder gequatscht hat. So, dann ist noch eine andere Frage. Hier, es läuft eine Patrouille. Ich kann mich an diese Map gar nicht mehr erinnern. Mir war das jetzt auch gar nicht mehr so bekannt, dass Robin überhaupt gefangen wurde. Nun gut. Passiert. Blum. So, okay. So, jetzt bringen wir schon mal Little John in Stellung. Nehmen schon mal die Faust. Okay, und go. Schlaf gut. Go. Träum süß. So, ich möchte mich jetzt hier schon mal das frecherweise einfach mal so ausgenutzt haben. Bruder Tuck. Go. Oh, mit Bruder Tuck hat man noch 1, 2... Bienen mitnehmen können. Okay, habe ich vergeigt. Habe ich vergessen. Jetzt brüllen die wahrscheinlich gleich. Alarm! Oder auch nicht. Okay. Genau. Hier, du kannst den da erstmal ablegen. Hier, du kannst den fesseln. Okay, Lady Marion. Und Will Scarlet sollen erstmal dort schon mal hinrennen, genauso wie Lil John. Und der Bruder Tuck. So, Bruder Tuck hier, kriegst gleich den nächsten Befehl, fesseln. Jetzt gucke ich mal eben. Ich glaube doch, wenn ich Robin Hood wäre, dann würde ich doch hier mich gefangen lassen, ja? So, der Typ, der pennt, die gucken hier bloß blöde im Kreis. Der Typ ist eigentlich jetzt hier nur das ganze Problem. Kann die eigentlich in der Bude auch mithören? Yes! Cool. So, drücken wir gleich mal F1 und gehen wir mit Little John hier auf Jagd. Schlaf gut. Okay, ganz ruhig. Ich hoffe mal, dass der Bogenschütze uns da oben nicht sieht oder Armbrustschütze. Für die Leute, die krümelkackrig sind. Ich bande von Unfähigen. Sei bitte nicht so akkurat im Gucken. Ist da jemand? Nein! Da habe ich gerade echt gepennt. Verzeihung, Kleiner. Oh, okay, das war jetzt eine blöde Aktion gerade von mir, aber nun gut, sie hat trotzdem funktioniert. Ich könnte natürlich jetzt auch F5 wieder drücken und neu laden, aber pff, ach, hier scheiß drauf. Lief halt jetzt gerade ein bisschen problematisch ab, aber nun gut, passiert. So, jetzt holen wir uns noch den anderen. Ich hau jetzt einfach die ganzen Typen in die Häuser rein, ja? Also, pff. Ich habe jetzt echt daraus gelernt, aus der letzten Nottingham-Mission vor, ich glaube, 2 Aufnahmen. Also nicht die letzte Aufnahme, sondern die Aufnahme davor. Da hatte ich es ja verkackt gehabt, wo dann ein Typ
unter anderem der hier, welcher hier vorne dort rumgeeiert ist, alle Leute so Domino-Day-mäßig aufgeweckt hatte. Der hat einen aufgeweckt, der hat dann wiederum zwei aufgeweckt, der hat dann wiederum drei aufgeweckt und dann war eine ganze Patrouille wieder wach und dann war hier die gesamte Burg wieder wach, ja. Also das war natürlich dann richtig scheiße gelaufen, aber nun gut, passiert, passiert. Jetzt mal eine andere Sache, ich drücke nochmal auf F1, jetzt müssen wir mal kicken. Die Leute hier, die können uns eigentlich, nee, die können uns leider nicht egal sein. Die sehen leider bis dort rein. Hier kommen wir leider nicht rin. Nee. Der Glaube kann Berge. Ja, der Glaube kann Berge versetzen, aber ich nicht. So. Nun gut, jetzt ist die Frage, wie können wir die Typen hier ausschalten? Riss Scarlet. Yes, Baby, ich habe einen Plan. So, verpassen wir den einfach mal ein paar Bienenstiche. Dort hauen wir Fire in the Hole-mäßig was rein und dann kommt Little John und haut die einfach mal volle Möhre um. Und genau aus diesem Grund hätte ich es eigentlich noch sehr genossen. Gottes Gaben sind nicht unerschöpft. Dort halt noch ein bisschen mehr zu bekommen. Komm schon, Kleiner. Wieso regst du dich so auf? Komm schon, Kleiner. Wow! Komm schon, Kleiner. Nein! Verdammt! So, okay, das war jetzt nicht so glücklich, aber von der Sache super, ja. Ich bande von Unfähigen. Gottes Gaben sind nicht unerschöpfbar. Das ist ja eine Wespe. Komm schon, Kleiner. Du hast keinen Schlaf gut. Komm schon, Kleiner. Yes! Yes, Baby, so muss das sein. Jetzt bin ich leider gerade wieder ein bisschen stille geworden, aber das merkt er ja, wenn der Melter sich echt konzentriert und die Pobacken zusammenkneift, sodass, so fest, dass man da ein Stückchen Kohle zum Diamant machen kann, dann, ja, nicht ansprechen, ja. Hier können wir keinen bedienen. Oh, schade, ich dachte, da können wir jedenfalls einen bedienen. Bestehlen. So, jetzt die Frage, können wir jetzt hier überhaupt so ohne weiteres da rangehen? Aha. Das könnte Robin sein. Aber das könnte man nur in Erfahrung bringen, wenn hier Marion sich da mal an der Tür lehnt und lauscht. Und dann den Robin hört, warum bin ich bloß hier reingelaufen? So, okay, da hätten wir es. Hier. Soweit, so gut. Deswegen gingen hier auch wahrscheinlich so viele Pfeile, weil wir Robin eigentlich hier vorne schon bekommen könnten. Boah, das wäre so geil gekommen. Verzeihung, Kleiner. Hätte er den so einfach umgesnackt. Scheiße. Komm schon, Kleiner. Das war echt uncool. So, jetzt wissen wir zumindest, Spoiler-Alarm. Achtung, da ist nicht Robin drinne. Gebt euch zu erkennen. Komm schon, Kleiner. Schmeckt dir das? Mutig, der Kleine. Mann! Das lief doch so gut! So gut lief das! Ja, und jetzt muss ich so verkacken. Wer da? Komm schon, Kleiner. Boah, da hatte ich gerade richtig Masse. Da hätten wir's. So. So, in dem Treppenhaus die zu verstecken, ist natürlich auch eine sehr clevere Idee, ja. Weil ich glaube, das ist, vielleicht ist es ein Bug, ich sag jetzt mal, das ist ein Feature. Ja, ihr kennt's, ich nutze nur Features, ich nutze keine Bugs aus. Wenn die in diesen Häusern drinnen liegen, beziehungsweise halt in solchen
Gefilden, wo man halt hier keine, keine Ahnung, wie man es nennen kann. Da, wo man reingehen kann und woanders rausgehen kann, halt diese Durchbrüche, indirekte Durchbrüche, da können die Leute die anderen nicht aufpulen, glaube ich zumindest. Also hier zum Beispiel, wenn hier irgendwelche Leute in den Häusern drinnen liegen, dann können die nicht wieder aufgemacht werden. Die Kadaver. Also somit sind sie uninteressant für jeden Pathologen, ja, weil wenn man die Leichen nicht aufmachen darf, dann ist es nun mal so. Auch wenn es keine Leichen sind, auch wenn es nur benommene Typen sind, die gefesselt wurden. Aber es klingt dann halt dramatischer, wenn man sagt, oh, das sind Leichen, das sind alles hier Leichen. Unser Weg ist mit Leichen gepflastert, mein Herr. So. Ich weiß bloß nicht, wie war... Nee, der Bruder Takta kann ja weiter da bleiben. So, jetzt holen wir nochmal Riz Garlet. Und... Ach, scheiße. Uhuhui. Ich dachte, jetzt habe ich es wieder verkackt. Durch, hier... Durch zu schnelles Schalten. So, jetzt, hör, Obacht, was da los? Hoich. Das ist aber richtig mies gemacht. Muss ich echt sagen, das ist richtig mies gemacht. Aber hier oben die Gruppe hätten wir. Ich finde auch cool, dass er da hinten pennt. Hier können wir aber nichts klauen. So, richtig geil ist ja auch, dass das ein schwarzer Soldat ist, der da richtig mies abgammelt. Hier unten haben wir noch ein paar Leute. Hier haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir Netze. Oh, hier haben wir Bienen. Bienen. Da haben wir einen Stein. Hier haben wir einen Hinweis. Da haben wir ein Kleeblatt. Okay, Freunde. Also wir haben auf alle Fälle noch ein bisschen was zu tun, was mich sehr freut. Ja? Als, okay, ich fand es natürlich auch geil. Also gegen solche Missionen habe ich natürlich auch nichts. Wo man halt mit so ein bisschen scharfsinnige Gedanken einfach mal so einem Steuertypen, so einem Steuereintreiber einfach mal so auf die Mütze gibt, den ausraubt und dann einfach die Mission dann beendet bei diesen Überfallmissionen. Fand ich auch sehr cool. Aber ich finde halt immer dieses, wenn man so ein großes, so eine große Map hat und nicht gerade viel trinkt, ja, und sich dann halt dran sitzt und dann wirklich ganz gewissenhaft hier alles nach und nach abgeht. Finde ich immer sehr interessant. Sehr interessant und auch sehr cool. Finde ich bloß ein bisschen blöd, dass hier bloß Lil Jon die Leute tragen kann. Sonst könnten wir das nämlich hälfteln, ja. So, dass wenn, hätten wir zwei, wenn Will Scarlet ja nicht nur Leute erdrosseln könnte, wäre es natürlich sehr cool. Das wäre natürlich wirklich sehr cool. Wenn der auch ein paar tragen könnte. Kann aber natürlich nicht. So. Jetzt nutze ich aber mal hier unseren Trick 17. Wo ist Scarlet? Geht dorthin. Halt, Bettler! Träum süß. Der Vorteil ist wirklich, wenn man jemanden mit einer sehr hohen, also das ist, das denke ich jetzt wirklich, wenn man eine sehr hohe Konstitution hat, beziehungsweise Kampfkunst, Kampftechnik, und dann halt den in den Kampf schickt, dann blocken die auch relativ fix und häufig, so wie der Will Scarlet. Der hat ja Angriff 5, Lil Jon hat auch 5, Lady Marion, die hat man noch nicht zum Training geschickt gehabt, aber halt, dass ihr wisst, was ich meine. Dass, wenn man die dann in diesen Autokampf reinschickt, dass die dann auch relativ oft blocken. So. Hier gucken wir mal. Ah, ne, hier Bruder Tack. Ich habe gehört, wie die Wache von eurem Freund gesprochen hat. Es ist doch Robin Hood, den ihr sucht, oder? Er wird im anderen Gefängnis gehalten. Ich werde euch sagen, wo. Yes, of course. Sehr schön. So, ich habe gehört, wie die andere Wache... ja, das... Und nun? Kann ich jetzt hier wieder weggehen? Achso, okay. Ach, Lil Jon hat den auch nochmal angequatscht gehabt. Okay, deswegen. Deswegen ist das dann nochmal hingeslidet. So. Okay. Erstmal nochmal die Truppen sammeln, weil hier oben sehe ich jetzt als sinnlos... dort nochmal hochzugehen.
Wir können ja dann erstmal mit dem einen Typen da quatschen. Ach du Scheiße. So. Hier ist ein Kreuzritter. Kreuzritter! Ui!